Hallo, ich bin Sina. Wally. Hallo, Wally. Ich bin hier, um dir zu helfen. Oh. Du scheinst verärgert zu sein. Was ist los, kleiner Mann? Oh, du kannst dich nicht bewegen. Ich werde etwas finden, um dich zu reparieren. Oh, da haben wir was gefunden. Wir haben irgendwo den Kühlschranktürgriff gefunden. Und dann holen wir mal das aus dem Lager heraus. Und bringen das Wally. Tada! Du bist repariert, Wally. Direktive Erde. Du versuchst, die Erde zu säubern. Brauchst du Hilfe? Ah, da freut er sich. Sieht so aus, als würdest du diesen Müll in stapelbare Würfel verwandeln. Ich wette, das könnte ich auf der Werkbank machen. Wir benötigen noch etwas Müll. Den bekommen wir natürlich auch direkt hier vorne. Ist ja klar. So, wir haben ein paar Müllwürfel für Wally hergestellt. Und geben ihm diese. Hier, es ist alles sauber. Juhu. Diese Welt ist auf seltsame Weise schön. Wow, dieser Ort hat eine Menge Müll. Pflanzen. Du willst, dass es mehr Pflanzen gibt? Das können wir tun. Wir müssen Samen sehen. Vielen Dank, Wally. Ja, wir nehmen einfach mal die, die wir hier sowieso schon haben. Wow, Pflanzen. Die sehen so wunderschön aus. Ich bin froh, dass ich dir hier helfen konnte, aber jetzt brauche ich deine Hilfe, Wally. Wirst du in mein Dorf kommen? Es steckt in Schwierigkeiten. Oh. Wir brauchen jede Hilfe, die wir bekommen können. Man hat das Gefühl, als wärst du dir nicht sicher, ob du kommen sollst. Vielleicht hat Merlin eine Idee, wie du dich bei uns wohler fühlen würdest. Ich werde ihn fragen. Wally, Ah ja, jetzt erinnere ich mich. Ein süßer kleiner Roboter. Früher schien er im Tal recht glücklich zu sein. Ich nehme an, du musst erst sein Vertrauen gewinnen. Was mag er? Pflanzen. Ja, Pflanzen sind eines der vielen Dinge, die Wally gerne sammelt. Sprich mit Dagobert. Er ist auch ein Sammler, weißt du? Vielleicht hat er ein paar Krimskrams und Schnickschnack, die du Wally bringen kannst. Wer weiß, vielleicht wird aus Herrn Ducks Müll der Schatz von Wally. Sei gegrüßt. Was kann ich an diesem wunderschönen Tag für dich tun? Ich muss ein interessantes Objekt für einen Freund finden, wie... einen... Regenschirm. Leider habe ich keine Regenschirme mehr. Vielleicht etwas anderes? Ich muss ein interessantes Objekt finden, wie einen Feuerlöscher. Ah ja, ich habe einen Feuerlöscher im Angebot. Ich kann ihn dir aber nicht gratis geben. Wenn du mir allerdings etwas Granat bringst, gebe ich ihn dir gerne. Hast du den Granat? Ah, ich sehe ihn in deinen Händen funkeln. Oh, es sind wahre Schönheiten. Hier, bitteschön. Dein eigener Feuerlöscher. Wenn du auf der Suche nach weiteren Gegenständen für die Sammlung deines Freundes bist und hier nicht fündig wirst, solltest du mich mit Mickey und Goofy sprechen. Freundlichen. Wie ich hörte, hast du einen neuen Freund gefunden, den du ins Tal bringen kannst. Sein Name ist Wally und er ist so niedlich. Oh, ich kann es kaum erwarten, ihn kennenzulernen. Du suchst also nach einem Geschenk, mit dem du sein Vertrauen gewinnen kannst? Nun, ich habe einen tollen Hüpfball, der ihm gefallen könnte. Oh, ein Ball. Kann ich ihn haben? Das würde Wally gefallen. Er ist bei mir zu Hause. So, da haben wir also einen Hüpfball bekommen. Was höre ich da von einem kleinen Roboter, den du ins Tal bringen möchtest? Wally? Ja, er ist sehr schüchtern. Ob du es glaubst oder nicht, auch ich bin manchmal ein wenig schüchtern.
Wie ich höre, suchst du nach interessanten Sachen, um dem kleinen Kerl zu helfen, aus sich herauszukommen. Ich wünschte, ich hätte etwas für dich. Tut mir leid, aber ich würde dir gerne diesen Stiefel zeigen, den ich neulich aus dem Teich gefischt habe. Und weißt du was? Darin wächst eine Pflanze. Kann ich ihn bitte haben? Ich bin wirklich angetan von diesem Stiefel. Ich will sehen, wie sich die Pflanze entwickelt. Aber du weißt ja, wie Stiefel so sind. Sie sind immer zu zweit. Du solltest in den Teichen auf der Wiese angeln gehen. Ich wette, du wirst seinen Partner finden. So, liebe Freunde, an dem gelben Kreis oder an der gelben Angelstelle haben wir den Sprossenstiefel gefunden. Hui, wow. Ich wusste, sie würden dir gefallen. Ich hoffe, du fühlst dich im Tal zu Hause. Ich glaube einfach, dass du cool bist. Oh, Wally, tada. Du zeigst mir dich selbst. Heißt das, du willst mitkommen? Ja, da freut er sich doch. Großartig, ich bereite dein Haus vor. Der kleine Roboter scheint ein wenig nervös zu sein, aber keine Angst, wir können ihm bald einen Ort bieten, an dem er sich zu Hause fühlt. Das Duckbauunternehmen ist ein zuverlässiger Partner in allen Fragen rund ums Bauen. Ich tue alles, um Wally zu helfen. Perfekt, jetzt ist alles bereit für unseren kleinen Roboterfreund. Durch das Fachwissen von Wally auf dem Gebiet der Gartenarbeit wird die Wirtschaft des Tals sicher aufgebaut. Wie wär's mit einem kleinen Plausch? Oh yeah! Willkommen im Dreamlight Valley. Ich hoffe, es wird dir hier gefallen. Tada!